Ein Wörterbuch wäre hilfreich. Hallo ihr Lieben, ihr habt's gelesen, analytische Trinität, das sagt doch eigentlich alles, oder? Ja, worum geht's heute? Wir wollen uns heute um die drei typischen Darstellungsformen von Funktionen kümmern, nämlich die Funktionsgleichung, die Wertetabelle und der Graph. Dabei werden wir ausgehend von der Funktionsgleichung eine Wertetabelle erstellen und dann den Graphen. Es gibt zu allen drei Bereichen noch super viel zu sagen, aber das alles in ein Video reinzupacken ist blöd. Sagen wir es, wie es ist. Die ganzen Sachen hatten wir auch schon so ähnlich mal bei Zuordnungen, aber da das eine Weile her ist, kommt das jetzt einfach nochmal. Wiederholung ist die Mutter der Didaktik. Wir werden heute natürlich jede Menge Fachbegriffe noch lernen und vor allen Dingen werden wir uns heute auf die Funktionsgleichung stürzen, wobei da auch noch nicht alles gesagt ist. Was ihr hier seht, ist eine typische Funktionsgleichung. Manchmal sieht die auch anders aus. Und zwar kann man auch eine von diesen drei Varianten hier hin und wieder sehen und beobachten. Allerdings ist die erste tatsächlich die, die ich sehr gerne und sehr häufig verwende. Die drei anderen, die betonen andere Aspekte, aber die sind nicht ganz so wichtig. Insbesondere die letzte, da muss man einfach nur wissen, was damit gemeint ist, falls die mal auftauchen sollte. So eine Funktionsgleichung hat insgesamt drei Komponenten. Da wäre zunächst einmal hier vorne das f, was der Name der Funktion ist. Ich könnte also auch sowas hinschreiben wie Horst von x ist gleich 1/4 x Quadrat minus 3. Da allerdings Mathematiker effizient sind, lassen sie die Buchstaben möglichst weg. Einer reicht Mathematikern, und den Rest sollen sich bitte die Leser selber denken. Typische andere Namen sind h und g, weil die einfach f, g, h im Alphabet nacheinander kommen. Man kann aber auch sowas lesen wie f1 und f2. Das kann zwei verschiedene Bedeutungen haben. Einmal, dass es einfach unterschiedliche Namen sind und dann hängt das mit Parametern zusammen. Das kommt aber in einem anderen Video nochmal. Der zweite wichtige Begriff ist der der Variablen. Und zwar ist das hier dieses x, was in Klammern steht. Auch hier dürfen andere Buchstaben auftauchen, zum Beispiel ein a, ein t oder ein s. Das sind so die typischen Vertreter. Aber ich könnte auch ein chi reinschreiben oder ein zeta, also griechische Buchstaben, oder ein ce oder ein che. Da wären wir bei russischen Buchstaben. Funktioniert alles. Wir bleiben aber bei der lateinischen Variante. Und der sogenannte Kern der Funktionsgleichung ist das, was wir hier am Ende haben. Das ist die Rechenvorschrift. Im Prinzip knüpft das jetzt an dem Punkt an, wo ich im anderen Video aufgehört habe, dass wir uns eine Funktion als Rechenvorschrift überlegen können. Wir haben also irgendeine Zahl, zum Beispiel 1, und dann haben wir eine Vorschrift, was wir mit der 1 machen sollen. Zum Beispiel quadrieren, durch 4 teilen und dann 3 abziehen. Wenn ich die 1 einsetze, dann kommt eben dieser Term hier raus. Und ich mache das auch dadurch deutlich, dass ich hier eine 1 eingesetzt habe, indem ich in der Stelle hier vorne, da wo typischerweise das x steht, dann auch die 1 hinschreibe. Also ich habe das x mit einer 1 ersetzt. Ich lasse hier nicht das x stehen. Und das Ganze kann ich ausrechnen. Das ist minus 2,75. Und damit habe ich meinen Funktionswert berechnet. Das heißt, wir haben jetzt schon unseren zweiten Begriff, den des Funktionswertes. Und dafür wird typischerweise auch einfach y verwendet. Ich kann jetzt aber nicht nur irgendwie die 1 ausrechnen, ich kann jetzt auch mir irgendeine andere Zahl aussuchen. Das x ist quasi frei wählbar, das y rechne ich aus. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, was kommt denn raus, wenn ich minus 1 einsetze? Dann muss ich hier minus 1 hoch 2 rechnen, minus 3 und da kommt auch minus 2,75 raus. An der Stelle ein Hinweis. Wir haben ja hier in der Originalfunktionsgleichung nur das x stehen. Und wenn hier eine positive Zahl ist, spielt es auch keine Rolle, ob ich hier die Klammern setze oder nicht. Wenn ich allerdings eine negative Zahl einsetze, dann muss ich die Klammern setzen, weil ich sonst die 1 quadriere und erst dann das Vorzeichen beachte, weil Potenzen ja stärker binden oder Vorrang haben vor Strichrechnung. Und ich kann mir natürlich jetzt auch wieder andere Werte ausrechnen. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, okay, was kommt denn raus, wenn ich hier 2 einsetze? Und da komme ich auf minus 2. Und damit haben wir das Wesentliche von der Funktionsgleichung schon abgeschlossen. Jetzt ist es natürlich so, dass das sehr umständlich aussieht. Und wenn ich mir hunderte von Werten ausrechnen möchte, will ich nicht immer diesen ganzen
Zirkus mitschleifen, weil den habe ich ja hier oben schon mal stehen. Ich habe den Namen der Funktion, ich habe die Variable und ich habe die Vorschrift, die mir sagt, wie rechne ich es aus. Und dann wäre es ja schön, wenn ich irgendwie eine Wertetabelle habe, wo alles drinsteht. Und genau das macht man auch. Die Wertetabelle sieht so aus, dass wir zwei Zeilen gegeben haben. In die erste Zeile kommen unsere x-Werte und in die zweite Zeile eben die Funktionswerte. Also hier die Argumente und hier die Funktionswerte. Und ich hatte ja schon gesagt, die x kann ich mir selber aussuchen, wenn nichts anderes gesagt ist. Und das bedeutet, ich nehme jetzt einfach was Symmetrisches von minus 2 bis 2. Von minus 1, das haben wir ja schon ausgerechnet, minus 2,75. Von 1 haben wir es auch schon ausgerechnet, das ist auch minus 2,75. Bei 2 haben wir schon minus 2 ausgerechnet und bei minus 2 kommt tatsächlich auch minus 2 raus. Das kann ich ausrechnen. Und auch 0 würde ich jetzt so ausrechnen, dass ich hier 0 einfach einsetze und das kann man auch schnell hinbekommen. Da kommt minus 3 raus. Ihr seht also, so eine Tabelle ist super schnell aufgefüllt und viel mehr steckt da auch nicht dahinter, außer dass ich hier jetzt verschiedene Werte habe. Wenn ich nur diese Tabelle habe, wäre es gut, wenn die Funktionsgleichung irgendwo nochmal steht, dass man weiß, wie kommen die Zahlen zustande. An der Stelle sei auch noch mal eine Vereinbarung getroffen. Und zwar habe ich jetzt relativ viel im Kopf gemacht. Und das liegt zum Teil daran, dass ich gut im Kopf rechnen bin, zum anderen aber auch daran, dass ich das Beispiel schon zweimal durchgerechnet habe, dass ich also ein paar Werte einfach kenne. Ich kann natürlich nicht verlangen, dass ihr alles Mögliche einfach im Kopf ausrechnet. Das funktioniert nicht und das macht auch niemand. Dafür haben wir ja auch die Taschenrechner, die können wesentlich besser rechnen als ich und vor allen Dingen schneller rechnen als ich. Und von daher führe ich im Unterricht drei Stufen ein, wie wir mit diesen Funktionen umgehen. Und ich sage jeweils dazu, wie das zu handeln ist. Die erste Stufe ist tatsächlich nur mit Zettel und Stift zu rechnen und den Taschenrechner komplett außen vor zu lassen. Die zweite Stufe beinhaltet, dass ihr den Taschenrechner als Rechenhilfe nutzen dürft. Das heißt, ihr dürft zum Beispiel sowas wie Wurzel aus 3 hoch 7 eintippen und euch anzeigen lassen, was dabei rauskommt. Allerdings würde ich hier die Befehle Define und verschiedene Programme, zum Beispiel um Tabellen sich anzeigen zu lassen, rausnehmen. Das dient dazu, dass wir das Rechnen auslagern, also dass wir uns jetzt nicht darauf konzentrieren müssen, was ist minus 3 hoch 9, aber trotzdem nachzuvollziehen, was passiert hier eigentlich. Und in der letzten Stufe ist es natürlich, den vollumfängliche Funktion von dem Taschenrechner, also mit diese Define-Befehle und die ganzen Programme, die es da so gibt, genau, die könnt ihr dann einfach nutzen. Ich habe für unser Modell an der Schule auch zwei Videos dazu gemacht, wie zum Beispiel Tabellen aufgelistet werden oder wie wir die uns anzeigen lassen können, wie wir auch diese Graphen, die ich jetzt noch kommen, anzeigen lasse und wie ich mit dem Define-Befehl umgehe. Das ist auch wieder ein riesengroßes Thema. Die Videos habe ich glaube, hier verlinkt. Guckt da einfach noch mal rein. Ihr solltet das auf jeden Fall auch beherrschen. Falls ihr an der Mittelschule seid, es sind programmierbare Taschenrechner nicht in der Prüfung zugelassen, dann fällt für euch der dritte Punkt weg. Das ist aber nicht schlimm, weil die Dinge, die ihr wissen müsst, könnt ihr auch mit dem normalen Taschenrechner ausrechnen. Natürlich ist es mit dem anderen Taschenrechner leichter und schöner, aber ganz ehrlich, ihr wollt auch nicht die Taschenrechner haben, weil die Aufgaben, die dann auf euch zukommen, die wollt ihr nicht lösen. Wir haben jetzt also die Funktionsgleichung, wir haben die Tabelle. Was jetzt noch fehlt, ist der Graph der Funktion. Und dazu nutzen wir uns ein Hilfsmittel, was uns René Descartes überreicht hat, nämlich das kartesische Koordinatensystem. Das bedeutet, wir haben eine X- und eine Y-Achse, beziehungsweise eine Ordinaten- und eine Abszissenachse. Und ich richte mich bei der Gestaltung des Koordinatensystems nach den Werten, die ich mir hier in der Wertetabelle ausgerechnet habe. Das heißt, meine x-Werte sollten mindestens von minus 2 bis 2 gehen und meine y-Werte mindestens von minus 3 bis minus 2. Dabei ist die x-Achse wieder die horizontale Achse und die y-Achse die vertikale Achse. Und jetzt betrachte ich jedes Wertepaar, also den Wert, den ich mir ausgesucht habe, und den zugehörigen Funktionswert als einen Punkt. Das heißt, minus 2 ist ein Punkt. Und den trage ich dann entsprechend auch hier ein, wobei x-Wert die x-Achse ist und der Funktionswert die y-Achse. Deshalb steht hier auch manchmal y ist gleich davor. Ganz wichtig, erinnert euch bitte daran, wie wir das eintragen. Wir stellen uns vor, wir gehen hier eine Straße entlang mit ganz, ganz vielen Hausnummern. Das ist hier zum Beispiel die Hausnummer minus 1, das ist die Hausnummer 2, die Hausnummer 3, die Hausnummer 4 und so weiter. Und überall steht ein Gebäude. Und dann suche ich mir die Etage raus. Und dabei ist 1 die erste Etage, 2 zweite Etage, minus 1 erste Kellergeschoss und so weiter.
Und dann gehe ich hier immer zuerst zur Hausnummer, also zu minus 2 und dann zu minus 2 in den Keller. Ähnliches für minus 1 und minus 2,75. Minus 1, minus 2,75, das ist hier unten. 0 und minus 3, 1 und minus 2,75 und 2 und minus 2. Und jetzt haben wir alle Punkte, die wir uns ausgerechnet haben, eingetragen. Und da wir uns die x-Werte frei wählen können, können wir natürlich noch ganz, ganz viele Punkte selber ausrechnen. Allein zwischen minus 1 und minus 2 gibt es noch minus 1,5, minus 1,4, minus 1,1, minus 1,001 und so weiter und so fort. Also ich könnte mir unendlich viele Punkte ausrechnen. Das macht aber irgendwann keinen Sinn mehr. Solange nichts anderes gesagt ist, dürfen wir die Punkte mit so einen Bögen verbinden. Also leicht geschwungene Bögen. Und wir verbinden die so, dass die Punkte alle auf einer Linie sind. Ich mache das mal eben vor. Und dann seht ihr hier den Graphen der Funktion f. Das ist schon wieder so ein Fachwort. Kurz zum Graphen der Funktion, mal abgesehen von dem Fachwort, da reite ich sowieso genug drauf rum, so dass ihr euch das merkt. Ihr seht, dass das hier nicht wirklich eine gerade Linie ist. Das ist in Ordnung. Ihr macht das ja nicht mit einer Schablone. Was ich jetzt überhaupt nicht will, ist, dass ihr hier anfangt, das auszubessern oder zu zeichnen. Wir zeichnen das nicht. Das ist kein Kunstunterricht. Das ist zwar schön, wenn man das macht und das sieht tatsächlich vielleicht auch besser aus, aber das wird mathematisch falsch. Deshalb ist es in Ordnung, wenn hier Zitterlinien sind. Kümmert euch darum, dass die einigermaßen getroffen werden. Das hier ist in Ordnung und dann ist alles gut. Ihr werdet besser mit der Zeit. Beziehungsweise in Klasse 9 kommt dann auch eine Schablone, sodass ihr bestimmte Funktionen auch besser zeichnen könnt. Ach ja, und ich achte natürlich trotzdem auf die Form. Also ihr solltet einen gespitzten Bleistift haben und die Graphen sind mit Bleistift einzutragen. Ja, die Beschriftung kann mit Füller erfolgen, aber die Achsen und der Graph mit Bleistift. Das war es im Wesentlichen schon. Jetzt möchte ich aber noch eine kurze Anmerkung loslassen. Und zwar haben wir hier drei Dinge, die sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Wir haben die Funktionsgleichung, wir haben die Wertetabelle und wir haben den Graphen. Und verschiedener kann es fast gar nicht aussehen. Trotzdem ist es alles die gleiche Funktion. Also in der Wertetabelle stehen genau die Funktionswerte drin, die zur Funktion gehören. Und den Graphen symbolisiert ja irgendwie auch oder stellt diese Funktion dar. Das kennen wir schon. Wir haben schon bei Zahlen gesehen, dass es dort verschiedene Darstellungen gibt, die aber trotzdem die gleiche Zahl sind. Zum Beispiel 0,5, 1/2 als Bruch und 50%. Das sah zugegebenermaßen nicht ganz so verschieden aus wie diese drei Darstellungsformen von Funktionsgleichungen, aber die Zahlen sind ja auch nicht so komplex wie eine Funktion. Und dann kommen wir auch zum Titel des Bildes, warum analytische Trinität? Weil Trinität im Wesentlichen genau das beschreibt. Wir haben drei verschiedene Darstellungsformen, aber es ist ein und dasselbe Objekt. Und das gibt es auch in der Theologie bzw. im Christentum, dass wir Vater, Sohn und Heiliger Geist haben, dass zwar drei verschiedene Darstellungsformen sind, aber ein Gott. Fand ich ganz passend. Und das war's. Habt ihr Fragen? Das waren so die ersten Schritte mit Funktionen. Da kommt natürlich noch wesentlich mehr dazu. Aber ich hoffe, ihr seid mitgekommen, habt nochmal euer Wissen aufgefrischt und wenn Fragen übrig geblieben sind, in die Kommentare schreiben, beziehungsweise auch mich persönlich fragen, wenn ihr mich kennt. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video.